So, hallöle, mal wieder ein fluchtiges Willkommen zurück zu Stardew Valley und zwar zu Chaos-Folge Nummer 2, denn diese Folge ist direkt im Anschluss an der letzten Folge und das war ja einfach nur eine einzige Katastrophe, ein wildes Durcheinander, ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt gemacht habe. Das ist jetzt immer noch der Fall, aber diesmal weiß ich immerhin, dass wir in die Mine gehen werden. Falls wir dann irgendwann mal mit unseren täglichen Aufgaben fertig sind. So, so, so. Und wir haben wieder eine CD gefunden. Das ist ganz cool. Dann gibt es wieder ein bisschen Quatsch. Wir können auch wieder hier das Erz abholen. Das kommt da rein. Das kommt da raus. Dann kommt natürlich ein Ei rein. Wir brauchen unbedingt Kisten. Wir brauchen Kisten. Wir brauchen jede Menge Kisten. So verdammt viele Kisten. Oh, wir können so viele Melonen ernten, sehe ich gerade. Okay, cool. Und da sind schon wieder Sternchenmelonen dabei. Also 4 Stück schon wieder. Also wir brauchen definitiv nicht ansatzweise so viel Kürbisse anpflanzen, wie wir Melonen angepflanzt haben. Wir brauchen einfach nur das ganze Feuer düngen. Und das bringt, ja, anscheinend ordentlich was. So, so, so. Das kann hier rein. Wo ist Mieze? Ach, wie cool. Das Melonengelee ist fertig. Ach, nice. Aber nur das eine? Hä? Warum ist nur das eine fertig? Das ist fertig? Das wundert mich jetzt. Egal, wir verkaufen es mal. Das bringt, glaube ich, richtig Geld. Das verkaufen wir auch. Ansonsten braucht man natürlich noch ein paar Höhlenkarotten. Vorsichtshalber. Dann lassen wir natürlich hier die Gießkanne. Wofür wir keinen Platz mehr haben. Habe ich irgendwo Platz für eine Gießkanne? Da. Den Rest brauchen wir auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich noch unsere Hühner versorgen. Das hätte ich fast vergessen gerade. Da ist was, da ist was, da ist was. Nice, Ahornsirup. Ja, da war gerade der Blitz. So, hallo, 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 hallo. Mr. Huhn, gehen Sie bitte aus dem Weg. So, jetzt schnell füttern. 1, 2, 3, 4. Gut, dass ich das auch mittlerweile herausgefunden habe. Und da wir jetzt Ahornsirup haben, könnten wir uns auch rein theoretisch einen Bienenstall herstellen. Das werden wir dann aber erst in der nächsten Folge oder so machen. Dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Ich möchte natürlich in die Mine. Habe ich denn alles, was ich brauche? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Naja, mal abwarten. Irgendwas habe ich vergessen. Egal. Los geht's im Gewitter. Da ist wieder was zum Hacken. Ein Buch. Also langsam müssten wir echt alle Bücher haben, weil so viele Bücher kann kein Mensch verlieren. Das geht gar nicht mehr. Leider keine Quest. Und so viele Bücher, wie wir schon gefunden haben, das sind bestimmt schon 15 Stück oder so, muss auch langsam mal die Bibliothek voll sein. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch 2x Golderz finden. Das wäre richtig nice. Denn dann können wir auch die Lorenreparatur machen. Diese Blitze immer. Diese Blitze. Brupp, brupp. Ich weiß immer noch nicht, was dieser komische Zwerg hier eigentlich macht. Mit dem kann ich reden, aber... Der hat irgendwas mit Nudu gesagt. Der möchte ein bisschen Nudeln haben. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich habe das mal die Vermutung gehabt, dass man diese Zwergenschriftrollen bringen muss. Aber ich weiß nicht, ob das bringt. Ob das bringt. Ob das funktioniert natürlich. Okay. Eine Jade, also 200 Gold haben wir schon mal. So, ein bisschen Schleim. Noch eine Jade. Nochmal 200 Gold.
Und eine Fledermaus, wo wir ja auch noch 5 Flügel brauchen für den Blitzableiter. So, danke. Ich weiß gar nicht, finden wir hier überhaupt irgendwas? Ich weiß auch gar nicht, ob das davon abhängt, wie hoch unsere Hacke ist. Also das heißt, dass wir vielleicht mit einer besseren Hacke vielleicht auch bessere Sachen finden. Ja, wer auch immer hier unten ein Buch verloren hat. Ich habe keine Ahnung. Einen Stein. Ich frage einfach gar nicht mehr. So, jetzt fehlt einfach nur noch die Treppe. Treppe. Wo versteckst du dich? Ich finde diese Hacke so toll. Wenn wir die nochmal upgraden können, dann geht das ja nochmal schneller. Okay, das wird cool. So. Da brauchen wir auch noch jede Menge Geld für, ne? Für die ganzen Goldwerkzeuge. Das wird auch noch ganz gut. Da vorne ist ein bisschen noch mehr Eisenerz. Da ist nichts. Komm her, zu Papi. So. Einmal Eisenerz. Und das ist die Treppe. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich schaue trotzdem mal hier oben. Ich glaube, unter diesen großen weiß ich gar nicht, ob man da auch wirklich was Gutes finden kann. Oder nur Steine. Ich habe da bisher nämlich immer nur jede Menge Steine gefunden. Ich mache sie lieber mal weg. Vielleicht ist da ja irgendwas Seltenes ab und zu unter. Schon wieder so ein Kohletierchen und eine Fledermaus. Komm her. Und da ist die Treppe. Und 4 Flügel haben wir schon mal. Da haben wir die 5. Was wollt ihr denn alle von mir? Da kommen gleich ganz viele. So. Da kommt schon wieder eine. Ich hab sie doch schon gehört. Komm her, Fledermaus. So, da haben wir eine Kiste. Ich dachte gerade, das wäre gerade 3x Jade gewesen, aber das ist 3x Harz. So. Wir machen einfach mal, bis wir irgendwas finden. Mal gucken, was finden wir als erstes? Was ist das erste, was wir finden? Falls wir jemals irgendwas finden. Los, irgendwas. Ich möchte nur eine Sache finden. Dann hau ich ab hier. Eine einzige Sache. Eine Höhlenkarotte. Immerhin. Ja. Friss das. So. Ein Schleim. Die gehen ganz gut weg mit dieser neuen Waffe. Die ist richtig nice, eigentlich. Hier gibt's Kupfer. Bin ich nach unten gegangen oder bin ich wieder nach oben gegangen? Kampfstiefel. Verteidigung plus 3. Gut, nicht so viel Immunität, aber ich glaube, das ist besser, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, besser. Ist zumindest jetzt meine Vermutung. Ich weiß gar nicht, ist das ein normaler Stein? Ja, nein, das ist ein Jade-Dings. Ach, nice. Ich glaube, den habe ich manchmal liegen gelassen. Und noch ein Aquamarin. Also hier unten finden wir mittlerweile echt gut Sachen manchmal. Und da unten ist wieder ein Kohleteilchen. Da drüben sind ganz viele Kisten. Kohle. Steine. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich sterbe. Hier ist schon wieder diese komische Musik. Ich weiß immer noch nicht, was die bringt. Ich kann mich nicht bewegen. So. Brauchen wir überhaupt noch so viel Eisen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich lasse das Eisen jetzt manchmal einfach liegen. Wir brauchen Gold auf jeden Fall. Jetzt kommen schon wieder Fledermäuse. So, mal gucken. Jade. Steine. Eine gefrorene Geode. Die nehme ich gerne mit. Jade. Und schon wieder Kampfstiefel. Komm her. Mr. Fledermaus. Ich bin bald tot, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie viel Schleime müssen wir überhaupt besiegen.
Insgesamt müssen wir ja eine bestimmte Anzahl an Schleim besiegen. Ja. So. Weg mit dir. Und wir haben Ebene 65 erreicht. Ach, cool. Da sind wieder ganz viele von den Kohleteilchen. Die bauen ja auch irgendwie das Erz immer ab. Wenn man ein bisschen wartet, muss man das selber gar nicht mehr abbauen. Das ist einfach wieder so eine Durchgangsebene. Ich werde von einem Stein verfolgt. So. Wo ist jetzt die Trevor? Trevor? Das ist eine gute Frage. Wo ist die Treppe? Hallo, hallo, Mr. Treppe. Wo verstecken Sie sich? Da. Und hier sind wieder ganz viele von den großen. Steine. Ich glaube, das ist wirklich nur, um jede Menge Steine zu sammeln. Wir gucken einfach mal, was sich hier unten befindet. Gar nichts. Das heißt, wir können wieder zurück. Und die Treppe nehmen. So. So, da drüben ist eine Fledermaus. Muss echt aufpassen, dass ich nicht gleich sterbe hier. Da vorne ist die Treppe. Das ist ganz cool. Aggressive Kohleteilchen. Das ist ein Schleim, den hätte ich fast übersehen. Da drüben scheint nicht irgendwas groß zu sein. Deswegen würde ich fast sagen, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit und so. Wow, wow, das Paradies, das Eisenparadies. Ganz viel Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Ich finde immer noch, das sieht aus wie so ein Höhleneingang hier unten. Aber da kann man, glaube ich, nicht rein. Ich habe es beim letzten Mal irgendwie ausprobiert. Ich bin da nicht reingekommen. Und jetzt muss ich hier ein bisschen kämpfen. Lass die Treppe. Ich komme sowieso nicht vorbei, also gehen wir mal die Treppe runter. So, vielleicht schaffen wir noch eine Ebene weiter. Dann sind wir Ebene 70. Mittlerweile sind wir schon echt tief. Ich glaube, das ist immer noch nicht das Ende. Ich denke mal, 100 wird das Ende sein. Eine gefrorene Geode. Da ist die Treppe. Habe ich noch viel Platz? Ja. Ich habe noch so viel Platz, das ist doof. Wäre voll die Verschwendung. Und da ist noch... Ja, da ist doch noch schön was. Das sieht doch nice aus hier. Mal gucken. Erz. Harz. Eine Jade. Ich finde so viele Jaden. Hartholz. Holz. Kupfererz. Stein und Kohle. Na toll. Ich glaube, wir haben mittlerweile so verdammt viel Eisenerz. 58. Jetzt sind 60. So, es wird spät und wir werden erschöpft. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen nochmal tiefer. Dann sind wir Ebene 70 immerhin schon. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Amethyst. Okay, da sind unterschiedliche Edelsteine drin. Da ist nichts. Gut, es ist fast 23 Uhr. So, okay, das sieht ja heftig aus hier. Eine Meisterschleuder. Okay. Die scheint besser zu sein. Und jetzt ist hier unten so eine Art Dungeon. Ach, wie cool ist das denn? Ach, wie cool. Aber das werde ich jetzt nicht mehr erkunden. Dafür haben wir keine Energie. Wir haben nichts eigentlich. Deswegen geht es zurück nach Hause. Aber cool, wir haben jetzt so einen Dungeon erreicht. Das finde ich nice. So, die nehmen wir natürlich noch kurz mit. Die weinende Traube. Ich weiß immer noch nicht, warum die Weintraube heißt. Ach, weil man daraus Wein macht natürlich, ne? Ja. Beziehungsweise hieß erst die Weintraube Weintraube und dann haben die den Wein halt nach der Weintraube benannt. Oder haben sie die Weintraube
Haben sie den Wein nach der Weintraube benannt oder die Weintraube nach dem Wein? Das ist jetzt die gute Frage. Und ich merke gerade, ich könnte hier noch so viel machen gerade. Ah, das ist mir egal. Das machen wir alles nächstes Mal. Ist mir egal, ob ich jetzt ein bisschen Geld verliere dadurch und was auch immer. Gott, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Ach ja, tägliche Abrechnung fehlt mal wieder. Die ist diesmal ein bisschen wenig. Melonengelee 550, das lohnt sich doch echt mega. Davon sollten wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Und ja, Fischen und Flusskrebs, gut. Hat nicht viel gebracht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und immer schön fruchtig bleiben.